Ja, Grüße vom Baron höchstpersönlich. Ich hätte Lust, vielleicht noch ein, wenigstens noch ein weiteres Final Fantasy Brave Exvius Video zu machen. Und zwar möchte ich was Lustiges erwähnen. Und zwar gab es in den letzten 2 Tagen eine Reihe von Notfallwartungsarbeiten. Und der Hintergrund dessen war, dass unautorisierte Lapis-Verteilungen passiert sind. Lapis ist hier die Ingame-Währung, die Kosten, die man sich kaufen kann. Und ich habe gute 5.000 oder so bekommen. Und deswegen, daher kommt ja auch mein Wind Veritas von dieser Beschwörung. Ich habe 5.000 bekommen, meine Schwester, die das Spiel auch spielt, hat nichts bekommen. Und das fand ich ein bisschen lustig. Ich wollte mir mal ein bisschen was anschauen mit euch. Und zwar gibt es jetzt wieder schöne Wochenendaufträge. Schatten des Imperiums ist jetzt, das will ich jetzt nicht zeigen, Höhle der Gilkröte. Aber was ich zeigen möchte und was ich ein bisschen spielen möchte, ist der verwunschene Irrgarten. Fortgeschritten. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal mein normales Team mit, weil ich ein bisschen mit Wind Veritas spielen will, weil ich auf den so ein kleines bisschen stolz bin. Wen wir nehmen, ist eigentlich völlig Latte. Ich will jetzt irgendwie ein relativ schwaches mitnehmen. Na, scheiß drauf. Den Dash habe ich noch nicht gesehen. Sorry. Brechen wir auf. Der verwunschene Irrgarten ist lustig. Hier, der Mogel erklärt uns, wie es funktioniert. In diesem Irrgarten kannst du bis zu 2-mal durch eine falsche Tür gehen, ohne rauszufliegen, Kupo. Du fängst dann einfach wieder am Eingang desselben Stockwerks an, Kupo. Aber geh dann nicht wieder durch dieselbe Tür wie vorher, Kupo. Wenn du es ohne Fehler bis ins Ziel schaffst, tauchen zusätzliche Monster auf, Kupo. Dadurch bekommst du natürlich auch mehr Beute als. Also gib dein Bestes, Kupo. Im Grunde funkt. Ja, okay. Im Grunde funktioniert das so, dass man immer 3 Türen hat. Oder 2. Immer wenn dieser Portaleffekt kommt, hat man die richtige Tür erwischt. Und hier gibt es dann auch gute Materialien. Verdammt! Blöde Gegner. Oh, das lebt wieder jetzt ewig, ne? Die Kämpfe wegen der Scheißaufnahme. Ich hasse diese App. Ich wüsste echt gerne, ob es vielleicht bessere gibt. Okay. Der gehört auf jeden Fall uns. Ja, hier bekommt man auch sehr viele Kaktoriusse und auch Gilkröten. Also, hier ist eigentlich alles vertreten. Glücksetzling, Wutsam, naja. Die Tür war falsch. Die Tür ist auch falsch. Was ist das für eine Scheiße? Natürlich, im Video verkacke ich natürlich völlig, ne? Ist ja klar. Oh! Ich glaube, der Kampf ist in der Mitte platziert, ne? Kommt immer ein Scheißkampf. Na gut, da muss man mit leben. Hat Wind Veritas eigentlich was gelernt, was nützlich ist? Wirbelsprenger. Ja, der Wind Veritas, soweit ich weiß, ist jetzt ziemlich gut mit 3 Schaden, ein Ziel. Heißt es, er greift dreimal an, oder? Ah ja. Na, schlecht ist es nicht, ne? Das ist wie eine Barrage, nur mit 3 Angriffen. Ist doch schon mal ziemlich decent. So, was haben wir hier? Die richtig guten Sachen und 6 Sterne später. Jawohl, die ist richtig. Kann ich dem Kampf ausweichen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Na gut. Verheerendes Licht. Ich möchte auch mal ab und zu den guten Exdev sehen. Meinen bisher einzigen 6-Sterne-Charakter. Aber Exdev muss es sein. Exdev ist so ein Charakter, der wird einen ewigen Dauerplatz in meinem Team haben, weil Exdev ist einfach so. Er hat so viele, wie soll man sagen, so viele Gaben. So viele göttliche Gaben. Mist. Ja, jetzt sind wir am Ende. Jetzt haben wir 3 Türen verkackt und dann sind wir am Ende. Dann werden wir direkt zum Ausgang geportet. Ich möchte mal gucken, ob ich es in diesem Video bis zum Ende schaffen kann. Das fände ich ziemlich lustig, wenn es funktionieren würde. Ich hoffe, die Bildqualität ist jetzt, oder beziehungsweise die allgemeine Videoqualität ist jetzt ein bisschen besser als im letzten Video. Man kann ja nur hoffen. Dann sind wir hier fertig. Man sieht sich gleich in der nächsten Mission.
zurück im Labyrinth. Nächster Versuch. Die Tür ist schon mal richtig. Ha, super. Scheiß Kämpfer. Ich hasse diesen schwarzen Bildschirm. Ich hasse ihn so sehr. Orlando! Orlando! Ich sag einfach Orlando. Ist mir jetzt scheißegal, wie man ihn ausspricht. Orlando ist auch ziemlich stark. Brillanstrahl ist gut, das brauche ich nämlich. Das war, glaube ich, falsch. Ja, das war falsch. Das war richtig. Wir haben einen Fehler. Toll. Ah! Ich glaube, ich gehe direkt durch die Mitte. Ich glaube, ich gehe direkt durch die Mitte. Oben sieht man immer, seht ihr immer schön die Uhrzeiten, die ich gerade spiele. Ist das nicht toll? Eine Königsskillkröte. Money, money, money. Also hier in dieser Mission kriegst du echt alles. Kriegst du echt alles zusammen, was du brauchen könntest. Tonnen XP durch die Kraktoriusse, Tonnen von Gilkröten. Geld, 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 Geld. Und dadurch, dass ich jetzt 42 zehnfaches Energieherstellen habe. War das jetzt die richtige Tür? Nee, ne? Oh Gott sei Dank. Fuck. Ich will endlich kommen. Ich werde, glaube ich, das nie bis zum Ende schaffen. Wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Mann, 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 Mann. Ist das? Okay, geh mal da hoch, komm. Ja! Brauche ich nochmal Glück. Ich könnte nochmal durch die Mitte gehen, aber es wäre, glaube ich, eine schlechte Idee. Wir haben, glaube ich, haben wir jetzt zwei Türen schon verkackt? Ja, ne? Zwei Stück. Ziemlicher Sicherheit, wenn man zwei verkackt. Prismahorn und Teufelstropfen, genau. Jetzt sind wir im 6-Sterne-Territorium. Sollen wir rechts gehen? Nein! Nein! Egal. Prismahorn, Teufelstropfen. Nicht schlecht. Ich bräuchte auch noch eine ganze Handvoll Katastrophensteine. Mann, ich muss mehr Charaktere auf 6 Sterne kriegen. Das ist aber nicht so leicht. Leider. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Das wäre jetzt mal einen kompletten Durchrun. Run-Through. durchzukriegen. Das wäre jetzt natürlich ideal. Naja. Man sieht sich in der nächsten Mission. Und Cut. Und weiter im Geschäft. Wohin läufst du? Wir haben uns jetzt den guten Setzer eingepackt. Setzer ist auch so ein Charakter, den hätte ich echt ziemlich gerne. Aber für Noctis würde ich töten. Noctis, oh. Wie kann man Noctis kriegen? Noctis ist so unmöglich zu kriegen. Das ist doch nicht normal. Wow. Das nenne ich mal setzerhaft. Jetzt setzt's was, ne? Ach. Ist ja nicht wichtig, WhatsApp. Teufelstropfen. Ah, kriegt man hier schon. Ah, okay. So, die weiß ich. Ihr wollt es doch nicht anders. Na, weg. Exzef ist der König der Welt. Ich glaube nicht, dass es viele bessere Magier gibt. Klar, für Trance Terra würde ich auch töten. Da würde ich auf jeden Fall töten. Da würde ich jeden und alles in den Weg umbringen. Scheiße.
Ist auch falsch. Ja, natürlich. Yay. Ich liege richtig. War auch so schwer. Scheiße. Naja, was soll's. Es werden bessere Tage folgen. So. Jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Wo geht's rein? Ich gehe da rein. Ja. Scheiße! Mist. Oh. Scheißdreck, Mann. Wie soll man denn so seine Charaktere auf 6 Sterne erwecken? Verstehe ich nicht. Wie das funktionieren soll. Ah, gut, man kann nicht alles haben. Glaube ich mal. Das werde ich auch nie in meinem Leben haben. Naja. Ich hab's versucht. Danke fürs Zusehen. Tschüss.